Willkommen zu Indigo Park, ein Game, das mir bereits viele Leute aus meiner Community empfohlen haben, inklusive Keystraw, der gerade hier auch im Chat ist. Deswegen sagt gerne Hallo und kommt gerne vorbei auf www.twitch.tv/nu-live. Das würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in Indigo Park. Ich bin sehr gespannt. Es heißt, es ist eine Mischung aus Five Nights at Freddy's und Poppy Playtime. Und scheinbar auch besser, aber ich würde sagen, überzeugen wir uns einmal selber. Let's go. New Game. Ja. Okay. For all who journey to this newfound paradise, we welcome you. Indigo Park offers a slice of the American dream to call your own. In this place, echoes of days gone are brought back to life as a new generation captures a glimpse of the exciting potential of tomorrow. Indigo Park pays homage to the values, dreams, and unwavering truths that gave rise to our great nation. Here you embark on the journey of a lifetime, a place of creativity, joy, and fantasy, where your dreams are. Ein Livestreamer. Oh nein, dummer YouTuber. Innerhalb von 30 Sekunden zweimal Merch gezeigt, den es potenziell geben wird von Game. Birds of a Feather. Bin gespannt. Also ich habe Keystraws Namen extra mit reingezogen in das Spiel. Kacke, jetzt kann ich mich immer wieder auf ihn berufen. Find a way into the park. Okay, ich weiß schon, was mit inverted gemeint war. Ich brauche unbedingt invert sticks. Bitte. Danke. So, viel besser. Nee, viel schlimmer. Oh nein, also ich frage mich immer, wer... Hier, das kann ich doch einstellen, oder? Invert, genau, hier, das will ich haben. Invert horizontal, vertical. Nee, ich will die vertical normal haben, so. Yes. Ja, finally. Okay. Hier sind wir also in einem Park, der jetzt geschlossen worden ist. Das spielt keinen Untertitel, glaube ich. Deswegen kann ich es euch jetzt nochmal sagen, aber ich kann nochmal gucken, ob es auch Nee. Subtitles sind eigentlich on, aber okay. Kann ich auch rennen? Ja, kann ich. Muss ich. Scheiße. Schon wieder so viele süße Tiere hier. Mhm. Gut, hier wird es wahrscheinlich reingehen. Das nenne ich mal ein Willkommen heißen. Hi there and welcome to Indigo Park, the world's most innovative and engaging family fun experience. Jump into the world of your favorite character. Wait, you're our first guest in 2920 days, 4 hours, 23 minutes and 38 seconds. Congratulations! I'm Rambly, Rambly the Raccoon, and it's my job to make sure your experience here at Indigo Park is the most fun it can be. Just hop on over to the registration center to your left, where our friendly assistant will help you begin your adventure in the park. Boah, die Stimme war ja hardcore anstrengend. E to interact and looking at objects. Das wird dann wohl X sein. Hi, I'm Rambly, Rambly the Raccoon, and it's my job to make sure your experience here at Indigo Park is registered. Let me just get a good look at you. E, der macht ein Foto. Seem to have your face in our guest list. Is this your first time here at the park, or did you just get plastic surgery? No worries, it's Rambly Tuesday, so you qualify for a big discount on your visit. Just follow me to the main gate.
Ooh, I can't wait for you to see everything Indigo Park has to offer. Boah, hat der einen Stimmbruch oder was? Ja, komplett nervig. Holy shit. Help. Okay, meet Rambly at the park's main gate. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Ich sag euch, warum mag ich solche Parks nicht? Ist einfach nur alles cursed Scheiße. So, wo ist denn das Main Gate? Ist es hier? Und wer ist jetzt? What's the hold up? Oh Gott, Hilfe. The gate is open. Head on into the entryway. Kannst du bitte aufhören, so zu reden? My mistake. The gate is not open. There seems to be an error message being sent from the gate's power unit. Lucky you! You get to be the first person to try our turn on the generator mini rambly venture. Have fun! Ja, ich bin auf jeden Fall auf der Gamescom, Süßis. Ich hoffe, ihr auch. Okay, ich habe jetzt einfach so ein Ding collected. Das heißt, ich kann ja auch Sachen einsammeln. Sehr gut. Okay. Nein, Keystro, gegen Garden of Banban habe ich mich ganz krass gewehrt, obwohl das viel Klicks bringen würde. Das ist ja einfach nur furchtbar. Who wants to play this? I don't know. Muss wahrscheinlich hier lang, ne? Hold shift while walking to sprint. Okay. Ah, the Indigo Violet Compact Power Generator. But it seems to be inoperable. Looks like it's missing a piece. Can you find it? Nein! Was war das gerade? Ist mir irgendwas auf den Schädel gefallen? Guck mal, wie sie schon diese Plüschtiere einführen, damit man den Merch kauft. Richtige YouTuber hier. Okay. Muss es hier irgendwo sein oder kann es auch draußen sein? Wahrscheinlich kann es auch draußen sein, ne? Star spreading the news. I'm leaving today. Oh, kurz vor der Geburt der Tochter. Glückwunsch. Süß. Ja, das verstehe ich. Da hat schon wieder so ein Plüschtier. Schau mal, das ist so Merchy-Merch. Sind das alles die Gegner, die mich so erwarten? Da hat sie hinten noch schon auch Merchy-Merch. Hätten die jetzt noch so ein Special-Plüschtier irgendwo? Special-Plüschtier? Schade, hätte mich jetzt gefreut. Okay, for real this time. Welcome to Indigo Park! Geil. Ah, okay, da hat es verschiedene Türen. Und da treffe ich wahrscheinlich dann deren Formen in absolut ätzendem Setting. Hey, den habe ich nicht. Mhm. Okay. Was war das? Achso, ein Stein. Ein Stein. Kommen wir hier irgendwie rein? Oh, silly Rambly. Every guest needs a critter cuff. That will allow you access to reserved areas, charge payments to your room, and wear a critter cuff. I think there's some in the gift shop. Head in there and I'll get you set up. Ein Gift Shop. Okay. Kann ich die alle einsammeln? Nee. Aber den Vogel habe ich noch nicht. Ich fange jetzt schon an, weil die mich hier... Guck mal, das ist dieses Spiel... Wird 100 pro Merch rausbringen. Die Demos jetzt kosten. Und hier ist schon alles, womit du konfrontiert wirst. Wo du dann denkst, boah, das will ich haben. Ich habe mich schon gewundert, warum kleine Kinder mit Poppy Playtime rumlaufen. Das ist eigentlich total gruselig sein soll, das Game. Das ist halt Horror-Game. There you go, buddy. Your very own critter cuff. A new way to interact with the park. That also doubles as a pedometer, heart monitor and mood ring. Data disclosure agreement included. Ey, das ist so gruselig, das Ding. Ich kann es gar nicht anders sagen. So, was mache ich jetzt damit? Oh, er hat ernsthaft schon mit. Ich kann das nicht! Uh-oh, the door mysteriously locked! Why not test out your band and save the day? Let's go! Ich
traue den Waschbären nicht. Waschbären sind hinterfotzig. Hooray! Great work, buddy! Now try entering the park and we can start our Indigo adventure! Indigo. Indigo. Das hört sich an wie Wendigo. Das sollte man auf gar keinen Fall trauen. Okay, dann gehen wir da jetzt rein. Puh, was ist hier eigentlich passiert? Warum ist hier alles eingestürzt? Wer ist dieser gruselige Mann? Der mich anschaut! Oh mein Gott! Mann, ich wusste es doch. Warte mal. Kann ich dir wirklich den Kopf verdrehen, Kollege? Nee, das geht natürlich nicht, ne? Na, wie riecht die Achsel? Gruselig. Wenigstens ist er nicht nackt. Also so eine Astarion-Statue hätte ich mir schon gut vorstellen können. Birds. Bird up. Bird up. Die Kamera verfolgt mich 100 pro auch. Also war an dieser Statue 100 pro auch eine Kamera. Ach du Scheiße. Ach ja. Das passiert halt manchmal einfach im Leben. Okay. Gehen wir mal in den Man-Restroom rein. Ja, soll mal einer sagen, dass Frauen unordentlicher sind, ne? Ey, Leute, ich habe letztens sowas Furchtbares auf der Toilette gesehen. Also echt, ich habe sogar Fotos davon gemacht, weil ich nicht glauben konnte. Also die Toilette, ähnlich wie hier, die Wand komplett zugeschissen und der hintere Teil. Und Scheißblut an der Tür. Also wie ekelhaft möchte man denn bitte sein? Sorry, aber das macht man doch weg und sowas bemerkt man doch. Das muss ich jetzt einfach mal loswerden, sie hat mich richtig aufgeregt. Entschuldige bitte raus, ich bin aber ein Boy im Game, oder? Und ich hab. Bin ich ein Boy? Ja, oder? Was ist das? A collectible. Visit an information to the kiosk, my friends. Okay. Ich habe kein Spiegelbild, das ist nicht gut. Also hier war schon mal gar nichts. Gar nichts. Push, push. Diese Kameras, hier ist doch jemand, der... Hi, Nardest, buddy. Looks like the park is going through some... renovations. For the inconvenience, your Rambly Tuesday discount will be... 3% off! Why not celebrate this great deal with a ride on my railroad? To test your sleuthing skills, I'll let you find this one all by yourself. Mhm. Rambly's... Railroad. Oh nein. Mhm. Kann das sein, dass ich jetzt aufpassen muss, dass mich nichts catcht? Catch me if you can. Oh, wow. War hier der gleiche Typ, der mein Setup gemacht hat? Oder was soll das hier? Your facial data suggests you may be a bit older than the target audience for this ride. But it's one of my favorites. Do you know why Rambly the Raccoon loves Rambly's Railroad? Because I like trains. Wer mag denn schon Züge? Wer mag Züge? Ich hasse Züge. Vor allem, weil sie jedes Mal unpünktlich kommen, verdammt nochmal. Also so ein Zug ist schon süß, aber ich mag keine Züge. Ich mag auch keine Schiffe. Ich mag nichts, wo ich nicht entkommen kann, wenn ich will. Deswegen mag ich auch keine Busfahrten. Und generell mag ich gar nichts. Ich mag Züge. Warum magst du Züge? Wer mag denn Züge? Hä? Magst du seinen Till? Ja. Aber Züge doch nicht. Flugzeuge mag ich auch nicht. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Boah, das ist doch mal eine Tram. Welcome to Rambly's Railroad. I'm Conductor Rambly. Oh nein, der ist ja überall. Oh look, it's Molly McCaw. It's Molly McCaw, the greatest pilot you ever saw.
sure are, Maul. Why, you only crashed into 6 bars this week. I'm not crashing, Rambly. I'm barnstorming. What's barnstorming? It's crashing with style. It barely hurts at all. Say, those young adventurers you've got along with you look like great pilots. Why not try your hand at flying in my ride? Rooftop racing. Admission included with the Criticon. Ist euch ja nicht bewusst, dass sobald ihr euch für Kinder entscheidet, ihr die Scheiße hier immer freiwillig macht? Oh, der ist tot. Mama, ich will raus. Oh, Finley, come on out and greet the people. Hi, Rambly. Why the long face and body? You've known me for 100 years, Rambly. I'm always long, because I'm always longing for a new seashell for my collection. Oh, Finley, you should come out of your shell. How about you come into it instead? My ride, Oceanic Odyssey, will teach you all about the wonders down under the deep blue sea. It's as blue as me. I hope you'll visit. I'm so lonely. Oceanic Odyssey currently closed for repair. Das ist überhaupt nicht süß, Mann. Okay. Oh. The ride back up and running. Was? Was, warum soll ich rennen? Hilfe, Mann! Was soll ich machen? Ah, die sind alle hier, die Psychos. Shit, ich brauch die scheiß Dinger, ne? Oh, ich habe so ein ganz bad feeling. Okay, kann das sein, dass jetzt gleich irgendeine Scheiße passiert? Die sind ja wieder alle unten abgestellt worden, ne? Ich hoffe, das Ding liegt da noch. Okay, gut, die sind alle noch so halb am Leben, aber irgendwie auch tot. Ah, das Running war auf den Train bezogen, gut. Irgendwann, wenn man lange in einer Beziehung ist, hört sich der Partner irgendwie auf einmal so an. Ich weiß auch nicht, warum. Wo ist denn das andere Zahnrad? Das lag auf dem Boden. Wo? Where? Vor dem Vogel. Hinter dir, neben dir, was? Da auf dem Boden. Wo? Ihr verarscht mich doch. Vor dem Regal. Ach, Quatsch. Hey, diese Geräusche sind mir einfach viel zu laut. Ich muss meine Headphones, glaube ich, mal leiser machen. Das ist übel anstrengend. Beim Regal. Du hast dreimal drauf geschaut. Hm? Das ist wieder das perfekte Beispiel. Auch hier. Dass Leute, die Let's Plays schauen, alles sehen und die Let's Player selber nix, Mann. Oh Gott, ey. Okay. Ich höre. Ist alles gut. Ist alles gut, alles gut. Entspannt euch. Das war die Schuld von diesen blöden Waschbären. Ich muss meinen Namen verpeiltes nur ändern. Hey there, Lloyd. Do not shame me with that common folk name. I am the proud, the prestigious, the professional Lloydford L. Lyon, actor extraordinaire.
Great Ackloyd. Of course it was! I'm the real star! Wichtigste Regel, man ist nie selber schuld. Ja. Wichtigste Regel für Influencer sind immer die anderen. Okay, das war wirklich ein Fiebertraum. Ich werde nie wieder kommen. So, what do you think? Pretty fun, right? Nein. Now you know all about my friends and Lloyd. So, where do you want to go? Was? Oh nein, der Kackvogel ist am Start. Und der rennt wie Speedy Gonzales. Oh nein. Oh my goodness. Kann ich mir jetzt einfach Merch nehmen und gehen? XXL, L, L, XL. Aha. Was ist da vorne drauf? Okay. Okay, kann das sein? Das da, oh, die Zeit. Oha, ist der Quark groß. Wow. Das ist impressive. Der Mond ist auch verdammt groß. Okay, Manstage Theater. Wo gehen wir jetzt hin? Ich glaube, ich gehe mal zum Riesenrad. Oder kann ich da hinten wahrscheinlich noch nicht ran? Ne? Da brauche ich eine andere Uhr, deswegen ist es halt hier Orange. Orange is the new black. Ja, genau das. Dann gehen wir mal zum Riesenrad. Der Fuchs, das ist, meinst du das den Waschbären? Excuse me, ich hätte gerne Lemonade. Ah, hier geht's auch rein. Kaffee. Oh, super. Ein Billiggetränk. Ist ja eigentlich noch irgendwas drin? Oh, verschimmelte Brötchen. Die ist wirklich verschimmelt, ne? Also ich glaube, dass hier wirklich schon jemand einige tausend Jahre nicht da war. Nein, lass mich. Das ist voll die Falle. Der tut mich einfach immer nur weiter tiefer rein hier in diese ganze Sache reinziehen. Das ist der Deal. Und dann wird der böse. So, wollte der jetzt nicht herkommen? This here is an information kiosk. If there's anything around the park you want to ask me about, just stop by here and I'll ramble on about it. Ah, okay, da kann ich ihn befragen. Wegen den Dingern hier. Aha. Ich will dich aber eigentlich gar nichts fragen, deswegen. Weg. Because I don't care. Das ist nur, die machen dich süchtig nach dem Merch. Und wenn du Spiel durch hast, denkst du, ah, oh, ich brauche jetzt Merch. Merch. Well, look at that. You're at Jetstream Junction. Oops, looks like Jetstream Junction's being tuned up. Last I checked, there's a security office in the back of the theater. Maybe a friendly Wrangler can help you get in. Oh, okay. Orange Level guaranteed. Okay, das heißt, ich habe jetzt schon das Orange Level und kann in diese verdammte Mainstage. Okay. Ich fände es halt cool, wenn man solche Games auch mal zusammenspielen kann mit Freunden, dass sie so richtig gruselig sind und dass diese ganzen Passagen so richtig cool, also zum Beispiel bei Five Nights at Freddy's Security Breach, ne, gerade das mit dem Kindergarten, das war so eine geile Stage, hättest du das mit Freunden zusammenspielen können, das wäre so nice gewesen. Ist das nicht der Löwe? Oh nein. Oh nein. Ich glaube, der findet es nicht so geil, wenn man... Oh mein Gott. Scheiße, der lebt auch noch. Ich habe gehofft, der hatte gehofft, der wäre tot. Gut, dann stehlen wir mal einen Löwen die Show. Ha, 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 ha. Das ist ja sicherlich eine gute Idee. Hey, Buddy. I've got eyes all over the park, but I can't see anything behind the stage. If you're going back there, be careful. Your Kritikov is not yet able to resuscitate you. Wollen wir nicht über den riesen Psycho-Löwen sprechen, den ich hier gerade gesehen habe? Den ich jetzt hier folge? I.
Ach du Scheiße. No way. No way. Können wir nicht mit dem reden? Der war doch vorhin nett. Hallo, ich bin ein kleines Kind und ich will einfach nur leben. Eventuell. Ich hätte nicht gedacht, dass die Stimmung so schnell so scheiße wird. Muss ich das Licht ausmachen oder gibt es hier irgendwelche anderen Regeln? Ich hasse es. Ach du Scheiße! Okay, ich lauf. Alles gut. Alles gut, alles gut. Ich habe mich überhaupt nicht erschreckt. Ich habe meinen Nachbarn heute wieder gefragt, ob er irgendwas gehört hat von mir und er hat gesagt, nein, ich glaub's ihm irgendwie nicht. Ich brauche einen Kaffee. Oh mein Gott, was ist das hier? Oh, war der Typ da, der mein Setup auch eingerichtet hat? Eine Tasche? Oh. Oh nein. Nein. Kann ich mich irgendwie ducken? Muss man jetzt laufen oder sich ducken? Ich kann mich ja nicht mal ducken, ne? Ich kann mich nicht ducken. Hast du alles an dem Spiel? Boah, ist das scheiße. Mommy! Oh shit! Oh shit! Oh, fu my life. Schnell. Schnell. Oh, hab ich einen Bizeps, Mann? Oh mein Gott. Ah! Ich bin tot? Oh, das war die Uhr. Ha, du Stück. Was war das? Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass dieser Löwe kein Popoloch hatte. Oh nein, was ist denn das jetzt bitte? Könnt ihr mich bitte mal alle in Ruhe lassen und euch wieder schlafen legen, Mann? Oh my gosh. Oh mein Gott. Ich hau ab. Ciao. 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 Kakao. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Hat direkt schon der nächste Gegner angebahnt hier. Oh Gott. Ich hoffe, das passt jetzt, dass ich den Schlüssel habe für die Tür. Und dass ich da nicht nochmal rein muss.
weg hier. Die Puppen nochmal angucken beim Kiosk, weil der erzählt wahrscheinlich was darüber, ne? Hm. Hier. Oh, oh, I got this. I know the commercial by heart. Wow, it's the unlimited edition Bramley the Raccoon Ration Figure. Push him down and he jumps. Push him up and he doesn't. Only $19.99 at your favorite toy store. Mhm, 19 Euro. Sagt er den Löwen? Der mag den nicht, ne? Da sagt er gar nichts dazu. Okay, was sagt er darüber? You found my buddy Finley. You know, he's really shy. Like, too shy. Like, obnoxiously shy. But he's got a good heart. I hope you get to meet him someday. Mhm. Wow, is that a limited edition gold Rambling plush? Parents were fighting tooth and nail for those things when they came out. Seriously, our employees had to clean up so many stray teeth and nails. Hard to believe there was all that demand for a regular Rambly plush we just blasted with gold spray paint. Mm-hmm. Rambly ears? Those used to fly off the shelves. That pair is pretty damaged, though. Der Fokus liegt mir zu sehr auf Merch jetzt schon. Schnauze! Man kennt euch Mods zwar nicht in Person, aber ihr seid so sympathisch. Ja, mal lieber meine süßen Moddies. Danke euch, dass ihr immer da seid. Why don't you check out Molly's rooftop races? It's not far from here, and it's a great warm-up before we get into the bigger rides. Just take it up at Molly's landing pad. So ist, glaube ich, das Geilste, wenn du dir einen Fernseher so an die Decke machst. Dann schläfst du, glaube ich, am besten ein. Jetstream Junction online. Please no. Please no. Ich hasse alles hier ran. Oh, hate it. Ein Minigame, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich weiß, darauf stehen manche übel drauf. Ich finde es nicht so cool in Games. Wenn es in-game immer so Minigames gibt. No, no, no. Okay, ich muss wahrscheinlich hoch. Hoch. Let's go upstairs, my friends. Okay, hier ist... Oh no, this is horrible. Looks like Molly crashed into the ride again. Don't worry though, your pal Rambly has the repairman on speed dial. We're sorry. The number you have dialed has been disconnected or is no longer in service. Please check the number and dial again. Say, why don't you check out Molly's landing pad? It's not far from here, and it's a great cool down after that exhilarating ride. Just take a down from Molly's rooftop races. Okay. Ich will nicht. I don't want to do this. But I have to. Minigames vielleicht wichtig für Story, meinst du? Sie gefällt mir gar nicht. Mollys Garage. Warum fliegt die eigentlich? Die kann doch fliegen. Vielleicht gibt es da irgendeine Sad Story, dass sie gar nicht fliegen kann. Und deswegen fliegt sie mit dem Flugzeug. Okay. Mollys Garage wird also gefrasen. Darkness. Okay, hier gibt's ja wirklich gar nichts. Musst du auch an Poppy Playtime denken? Ja. Poppy? Poppy?
Bam 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 bam. Oh nein. Oh nein. Wie sollte es auch anders sein? Was geht denn hier ab? Okay. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Also warte, hier, pink ist doch ein Stern. So. Oh. Ach du Scheiße. Nein, da ist noch jemand. Oh, ich hasse das, wenn du in Horrorgames stehen bleibst und merkst, es sind nicht nur deine Steps. Ich habe das Gefühl, dass das Ding von uns weggerannt ist. Ah! Oh Gott. Mir geht's gut. So, jetzt, oh Gott, Hilfe. Ich glaube, wir werden noch gechased, Leute. I can feel it. Da kommt 100 Pro irgendwas durch die Röhre. Das lassen die sich nicht entgehen. Oh, ist da Blut? Wo kommt denn das her auf einmal? Okay. Grünes Dreieck. Können wir uns das merken? Grün Dreieck, bitte. Grün Dreieck. Ich glaube, dass das noch wichtig ist für nachher. Whee! Nochmal. Whee! Und Stern, Blaustern. Grün Dreieck, Blaustern. Nein, Sternblau. Oh mein Gott. Bist du lieb? Bitte. Oh mein Gott, der Schnabel war voll Blut. Ich glaube nicht, dass sie lieb ist. Ich musste leider so nah kommen, um das zu sehen. Okay. Jetzt sind wir wieder hier, ne? Okay, das heißt, blau war Stern. Grün war Dreieck, ne? Grün Dreieck, blau war Stern, rot ist auch Stern, war vor dem Trump, okay. Grün Dreieck, blau Stern war rot. Ja, dann passt es ja eigentlich, oder? Haben wir eins vergessen? Gelb war Kreis, oh. Oh shit. Gott, Hilfe. Danke, Leute. Unangenehm. Oh Gott, ich habe keinen Bock. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Sorry, ich muss einfach so oft sagen, weil es einfach shit ist.
Oh nein. Ah! Ah! Oh nein, ich hasse sowas. Ich hasse so. Oh mein Gott, ich hasse sowas. Okay, alles gut, alles gut. Oh mein Gott, alles gut. Es passiert überhaupt nichts. Mir geht's gut. Nein, halt die Schnauze. Lass mich in Ruhe, Mann. Nein. Oh Gott, Hilfe. Wohin muss ich? Hier rein. Oh Gott, oder hoch. Nein. Oh Gott, Hilfe. Ah! Oh nein, Hilfe. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Ich hab's im Griff. Wegen einem Fehler. Wegen einem Fehler. Na, ja, die hat den Schnabel ganz schön tief in mich reingesteckt. Ich wurde mal richtig schön ausgeweitet heute. So. Heute wurde ich mal richtig schön ausgeweidet. Das war ein Spaß. Halt deine Schnauzen. Oh shit. Okay. Jetzt gehe ich ja hier lang. Und dann gehe ich einfach durch die Röhre. Oder? Oh nein, da kommt die ja her. Scheiße, jetzt habe ich wieder den gleichen Fehler gemacht. Okay, alles gut. Die kriegt mich nicht. Was ist das? Okay. Und dann wieder rüber jumpen. Jump rüber. Let's go. Alles gut. Ich habe alles im Griff. Oh, nichts im Griff. Oh shit. Nichts im Griff. Oh Gott, Hilfe. Wo lang? Okay. Alles ist gut. Bitte komm nicht jetzt von hier oder so ein Scheiß. Oh mein Gott, was? Wie? Muss ich in eine andere Richtung rennen? Oder war ich zu langsam? Falsche Richtung? Woher weiß ich denn, in welche Richtung ich gehen muss bei diesem Fiebertraum? So eine ganz andere Frage. Geh mal in die Röhre. In die Röhre. In welche ist die Frage? Gibt's so viele? Ich gehe jetzt hier rein. Ich glaube, das scheint richtig zu sein. Die Musik. Oh, die Backstreet Boys Musik. Yay. Ich glaube, man kann auch oben rein, ne? Aber ich bin zu schlecht dafür. Da kommt die jetzt ja her. Deswegen laufe ich mal hier weiter. Und dann jump ich und jump und jump, damit das alles schneller geht. Und dann jump ich mal hier rüber. Und dann war irgendwie Rede von der Röhre. Ja, hier. Jai, da komme ich nicht rein. Kann es sein, dass ich dann hier umdrehen muss? Ah, da war sie doch gerade, ne? Ich habe die gerade gesehen. Scheiße, oh Gott. Bitte lass mich entkommen, Mann. Bitte. Oh shit. Wohin? Wohin? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Ich sehe nichts. Oh, ich glaube, das war falsch, ne? Nein. Oh nein. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Egal. Ja. Mach auf. Mach auf. Warum macht der... Oh Gott. Oh. Welcome to the Rambly's Wranglers Registered Grill. Here we have plenty of amenities and... Ich muss mal ganz kurz drauf teabaggen, sorry, aber das ist mir jetzt gerade egal. Transparency is an important part of our policy here at Indigo Park, so I need to be honest about something. The park has been inactive for years. Employees stop showing up, guests too. The mascots are
I just was so excited to see a visitor, and I wanted to be sure you were given the best experience possible. But I was confined to the entrance for so long, I didn't realize just how much disrepair the park has fallen into. Wasting all of your fun time. Sorry for the inconvenience. But, I have an idea. I have access to the repair documentation in my database. I just can't execute most tasks without authorization from a human user. You must have come here because the park matters to you too, right? Would you be willing to help me restore the park? I can see in your facial tracking data that you aren't opposed to this. Ooh, I'm so excited. Let's get this place back in business. Warum ist er nicht irritated, dass sein Homie hier gerade gestorben ist? Okay. Okay, welcome to the crew, Rookie Wrangler. Registered. Your first official job as one of Rambly's Wranglers, registered, is to get out of the Rambly's Wranglers, registered, room. Head left towards the Rookie Wrangler, registered, security room to set yourself free. Oh ja, bitte. Kind of exhausting to say that whole spiel, but Rambly's Wranglers, registered, is a registered trademark. That expired yesterday. Oh Gott, ja. Was mit den Waschbären falsch? Ich hab keine Ahnung. Dem geht's zu gut. Kann ich hier bitte rein? Kann ich entkommen? Ich will hier raus. Okay, was sehe ich hier so? Der Löwe lebt ja auch noch, ne? Ich habe jetzt schon viel zu viel Gegner gesehen. Das Spiel hat gerade erst angefangen. Ist das hier etwa der Ausgang? Ich will hier raus und sei ich für Treppen, Mann. Was mache ich überhaupt hier? Information brauche ich nicht. Hier, kann ich hier raus? Bitte. Bitte. Wow, you made it to Oceanic Odyssey. You're doing a great job, Rookie Wrangler. Oh nein, bitte jetzt nicht Haie oder so ein Scheiß. Nein. You'll find a potpourri of porpoises, pickles and perches as far as the eye can see. But please don't tap the glass. Jetzt gehen wir zu diesem Schlangending, ne? Jetzt gehen wir zu dem Schlangenmonster, ne? Hey, buddy. You okay? You look kind of tired. Do you need a moment? Don't worry, it's fine. I don't blame you for taking a rest after all that. Heck, I could go for a nice, relaxing defragmentation myself. But before you settle down, you up for a little survey to help us improve the park? Thanks for visiting Indigo Park. Hope all your dreams came true. If you've got some time and you're up for a lark, stick around for the Rambly Review. I'm here to offer my best to each valuable guest I assist. And lots of happy feedback ensures I get to exist. Let's try it. Were you satisfied with the rides? Yes or no? Were you satisfied with your guide? I sure hope so. Do you plan to come back? Will I see you again? Did your experience convince you to tell a friend about us? Did I earn your trust? At Indigo Park, there is a stark contrast to everything I know this place should be. But out of the dark, you've given a spark of sunshine to this kingdom's faithful devotee. At Indigo Park, more than my remarks are mysteries. Even I don't know what we might find. But fight through the dark, and I'll be your spark of sunshine to get you out of any bind. That is, if you want to keep going. Oh, idea! I know all of this is it's an awful lot to ask. But here comes Rambly Review Part 2 to sell you on our task. I'm here to view and assess each valuable guest as I learn. And lots of happy feedback ensures you're gonna return. Right. I'm so happy you rode a ride and saw the show. I'm so happy to be your guide. More than you know. So come back anytime, I'd love to see you again. In all my thousands of days, I've never had a
friend like you. At least I hope I do. Aww. At Indigo Park, there is a stark contrast to everything I know this place should be. But out of the dark, you've given a spark of sunshine to this kingdom's faithful devotee. At Indigo Park, more than my remarks are mysteries. Even I don't know what we might find. But fight through the dark, and I'll be your spark of sunshine to get you out of any bind. Till all my old friends are united again, and I won't feel so left behind. Aww. Okay. Oh, deswegen haben die äußerst positive Bewertungen. Ich glaube, kein Spiel hat sich jemals so viel Mühe gegeben, dass man am Ende eine Review da lässt. Thank you. Indigo Park is a full-on passion project that we've been working on for over a year now. The story and world that we want to create with Rambly and his friends are very special to us. But with the scale of the game, we are going to need some help. If you enjoyed Experience Chapter 1, consider supporting our socials if you want to see Chapter 2. No matter what happens, we hope enjoy your stay. Süß. Ja, Leute, das war Indigo Park. Ich bin sehr gespannt, gerade was auch Chapter 2 verbirgt. Ja, es ähnelt schon sehr Poppy Playtime und Five Nights at Freddy's. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr Horror für nur Kids wird, was nicht schlimm ist, aber dann ist es wahrscheinlich nichts für mich. Deswegen gucken wir mal, da man jetzt Blut gesehen hat am Ende, vielleicht wird es ja noch ein bisschen härter. Wir sehen, ich bin sehr gespannt. Schreib mir gerne deine Meinung zu dem Game in die Kommentare. Ich würde mich einen Daumen nach oben sehr freuen über ein Abo auch. Und wir sehen uns definitiv in Chapter 2, da schaue ich auf jeden Fall nochmal rein und supportet auf jeden Fall auch gerne das Game. Und schreibt mir eure ehrliche Meinung in die Kommentare.